Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Ich habe gerade von der DHL die Degusta-Box bekommen. Kann ich ja euch mal zeigen. Ich habe sie schon aufgeschnitten gehabt. Aber da gefiel mir die Kameraposition nicht besonders. Oh mein Gott. Groß, schwer, lecker. So, dann machen wir die Mauszeiger weg, der nervt mich. Okay, das ist ja schön, dass man mich hört. Wie gesagt, das ist ein Live-Unboxing. Das Video kommt später auf YouTube hochgeladen. Die Box, diese Box zahle ich jeden Monat selber. Kostet 14,99 €, aber der Warenwert ist auf jeden Fall höher. Deswegen habe ich mein Nokia 3 hier liegen mit dem Taschenrechner. Und jetzt fangen wir mal an. Irgendwas Kleines, Rundes. Saldoro Meersalz. Degusta. Also quasi speziell für die Degusta-Box abgefüllt. Ich habe schon mal so einen Salz drinne gehabt. Und zwar war das so ein Gewürzsalz mit Chili. Nicht schlecht. Grobes Meersalz. Also wer so eine Mühle hat, so eine Pfeffermühle, so eine alte, und die ist leer, da könnt ihr schön da rein tun und schön über das Essen streuen. Sehr schön. Also das ist schon mal garantiert ordentlich was wert. Mädel grobkörnig. Das war Nummer 1. Dann machen wir mal weiter, was hier oben drauf liegt. Haferkissen mit 66% Vollkorn von Köln. Lecker, lecker. Ohne Füllung, herrlich zimtig. Köln ist auch eine sehr, sehr gute Marke und eine sehr, sehr alte Marke. Dann haben wir als nächstes hier mal das Siegel zur Seite. Bisschen, das komme ich besser dran. Ein Glas. Ui. Friesischer Hirtenkäse in Öl mit Kräutern, Salatwürfel. Lecker, lecker Schafskäse mit Kräuter. Ja, kann man schön in Salat reintun. Gurkensalat, Tomatensalat, Maissalat. Wer was möchte. Also kann man auch, glaube ich, so essen. Deswegen ist es ja auch so schwer, das Paket. Dann haben wir als nächstes Manna Wien Mozart. Manna Haselnusswaffeln mit Schokoladen getunkt. Getunkt. War schon richtig. Typ Klassik, also Mozart halt. Manchmal ist dann noch ein zusätzlicher Name. Dann mache ich ihn mal auf. Entschuldigung, wenn das ein bisschen so laut sein sollte, aber das gehört zu einem Öffnen eines Unboxing mal dazu. Ah, probiere ich mal. Ich habe kleine Züngerchen. Mein Gott. Verpackt für die Ewigkeit. Wow. Also, die riechen verdammt gut. Also so sehen die aus. Riecht nach Zartbitterschokolade. Sehr lecker. Und so sehen die halt so von innen aus. Also ganz Standard war Manna. Manna mag man eben. Ich auch. Aber wenn ich aufpassen muss. Ich bin froh, dass ich jetzt ordentlich abgenommen habe. Aber dazu gönnt man sich aber was, ne? Dann haben wir als nächstes Ender Bio Nudeltasse Brokkoli von Rossmann. Also Pferdemann. Beutel in der Tasse schütten, mit 150 ml heißes Wasser aufgießen, umrühren, 5 bis 7 Minuten ziehen lassen. Gelegentlich nochmals umrühren. Die wird garantiert nicht billig sein. Ich könnte mir so vorstellen, so 1,50 €. Weil er Bio ist. Wo ich habe mir gestern ein Reisgetränk geholt von Bio, von Aldi. 99 €. Also, wow, das ist aber günstig für ein Bioprodukt. Dann haben wir noch ein bisschen Reklame. Ne, keine Reklame, Entschuldigung. Mesma Puls Vitamin D. Mit Granatapfel. Also ein Tee ist da drin.
Zeit für Vitamine. Ja, das ist richtig. Dann haben wir Schoketten Skyr. Edle Vollmilchschokolade mit Skyr-Geschmack nach isländischer Art. Also Latten sein Skyr. Probieren wir mal. Ich weiß echt nicht. Also manche Namen, entweder spreche ich das verkehrt aus. Ansonsten weiß ich das nicht. Ah, immer diese blöden Verpackungen. Schoketten kennt man ja, ne? Die sind ja so einzeln. Wobei es, glaube ich, mittlerweile auch die klassische Tafel gibt. Könnte so ein Joghurt sein. Sorte des Jahres. So sehen sie aus. Gekühlt genießen. Gut, die ist schon kalt. Weil draußen ist es ziemlich sonnig. Ohne Wind wird es wärmer. Weil der Wind ist eisig. Weil ich habe den vollen Müll runtergebracht. Da habe ich. Boah. Ist das frisch. Dann haben wir als nächstes eine Dose. Spritzero Secco Bianco. 5,5% Volumen. Und so wie die aussieht, hat ihr schon einen leichten Schaden. Aber das macht nichts. So eine Dose hält sowas aus. Auch eiskalt. Boah. Kalt, kalt, kalt. Dann haben wir als nächstes. Ui, die haben wir auch schon mal drin gehabt. Glück aus Johannisbeeren. Die kostet 2,99 im Einzelhandel. Und schmeckt sehr lecker. Also brauche ich schon mal keine Marmelade kaufen. Sehr schön. Da zeige ich euch nochmal. Glück im Glas. Wenn du schon kein Glück selber hast, dann hast du Glück im Glas. Dann haben wir als allernächstes. Dann machen wir die hier. Dann kommen wir wenigstens besser dran. Alpenmilch. Aus Allgäuer Milch ultra hoch erhitzt. Ohne Gentechnik. Wow, also das ist zum ersten Mal reine Milch. Gut, ja. Passt ja, ne? Milch. Wie viel Liter? 1 Liter, oder? Ne, 500 Milliliter. Oh, da würde ich auch so sagen, so 80 Cent. Dann nehmen wir die Folie weg. Dann nehmen wir mal das Zwischenstück weg. Oh, da kommt noch einiges. Oh. Oho. Ohohoho. Dann haben wir von Knorr Salatkernmix. Sehr gesund. Das heißt, wenn ihr was Knackiges zusätzlich noch in euren Salat haben möchtet, 100% natürliche Zutaten. Ja, ist ja irgendwie logisch. Also, wie ich sehe, sind da Sonnenblumenkerne, Mais, Kürbiskerne. Ja, das war's, glaube ich, schon, soweit ich das gesehen habe, oder? Können wir hier mal drauf gucken. Kann man, glaube ich, auch so wegknuspern. Also Sonnenblumenkerne, Kürbis, Mais, grüne Paprika, roter Paprika. Also die sind ja sehr, sehr klein. Na doch nicht, das geht. Getrocknet. Kann man so wegknuspern. Dann haben wir noch einen Salatmix mit Cranberries und Haselnüsse. Ja, ich gehe mal schon von aus, dass so eine Tüte 1 Euro kostet. Weil das ja auch ein 100% Natürlichkeit hat. Und noch eine dritte Tüte. Also das geht ja mal los. Ja, so. Mit Edamer und Mandeln. Für jeden Geschmack was dabei. Als nächstes. Hä? Reishunger. Kann ich gar nicht so richtig lesen. Reishunger, Reiscracker. Smoky Barbecue. Also Chips aus Reis. Wenn die jetzt noch im Ofen gebacken sind, statt in der Fritteuse, sind die sehr, sehr gesund.
Wie viel Kalorien haben die denn? 420 Kilo KCAL pro 100 Gramm. Ja, und die sind genau 100 Gramm, also 420 hat die. Ist in Ordnung für Chips. Dann haben wir eine leckere Dose, die ist auch eisig. Pink Grapefruit Prosecco, oder? Spritzero? Sehr schön, da freue ich mich heute Abend schon mal darauf. Als letztes, Kiste ist leer, stellen wir mal kurz zur Seite. Schweizer Weckli. Rustikale Brötchen mit Original Schweizer Ruchmehl, oder wie es heißt. Wie lange sind die haltbar? Bis 20.04.20. Also Brot haben wir und Brötchen haben wir schon länger nicht mehr dran gehabt. Aber freue ich mich drauf. Ja, zu der Marmelade kann man es gut essen. Müssen wir, glaube ich, noch vor, fertig backen, ne? Oder sind die schon fertig gebacken? Mal kurz drauf gucken. Ja, bei 200 Grad Heißluft 12 Minuten bräunen. Also quasi vorgebackene Brötchen. Ja, das war die Box. Also eine sehr schöne Ausbeute. Jetzt kommen wir zu der Spoilerkarte. Osterbrunch. Handy, Handy, du spielst ganze Lieder. Also, dann haben wir hier die Schoketten. 1,09 €. Da ist eine Klappe. Da fällt Left for Frick die Schoketten runter. Entschuldigung. So. Also 1,09 €. Dann haben wir die 2x Spritzero. Ist da eigentlich Pfand drauf? Nein. 99 Cent. Wie gesagt, die Box kostet 14,99 € im Monat. Jederzeit abbestellbar. Dann haben wir diese Enerio Bio. Jetzt sind zwei Varianten gegeben. Ja, wenn ich das mal wieder finden würde. Ah, diese Tütensuppe. Ah, da. Und was kostet der Spaß? 1,50. Ja, hab ich gesagt, das. Ich glaube, ich habe 1,50 gesagt, ne? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall lag ich gut dran. Dann haben wir Saldoro, das Salz. Boah, 3 Euro, also 2,99 €. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Dann haben wir Produkt des Monats, hat es vier Varianten gegeben, und zwar Glück. Hier haben wir es hier die mit Johannisbeeren. Kosten 2,49 €. Oh. Ich meine, sowas in der Richtung kosten die. Dann haben wir drei verschiedene Knorr, diese Salatkernmix. Und was habe ich gesagt? 1,99 €. Mal drei. Dann haben wir den Reishunger. Kosten, boah, 2,49 €. Ist aber ein stolzer Preis. Muss echt sagen. Die Milch, 99 Cent. Oh, ich habe 80 Cent gesagt. Dann haben wir hier den Käse. 2,35 €. Ist in Ordnung für Schafskäse. Weil Patros und so, wie die ganzen anderen Käsesorten heißen, sind auch nicht gerade billiger. Dann haben wir hier die Manna. Mozartwaffeln. 2,99 €. Ist auch in Ordnung für den Preis. Oder was meint ihr? Könnt ihr ja gerne in den Kommentar schreiben. Und als letztes, nee, als vorletztes, wollen wir nichts unterschlagen hier. Das ist aber günstig für solche großen Brötchen, vier Stück. 1,79 €. Köln Müsli oder besser gesagt diese Haferkekse, Hafer Cerealien mit Zimt. 2,49 €. Ist auch in Ordnung. Ist halt ein Markenprodukt. So, dann haben wir einen Warenwert
von 26,11 €. Und die Box kostet nur 14,99 €. Also das heißt, minus 14,99 € haben wir einen Warenwert von 11,12 € geschenkt bekommen. Das ist doch wieder mal geil. Darauf noch ein Manner. Das trau wir. Ja, sehr lecker. Nur aufpassen mit den Kalorien. Falls euch dieses Unboxing-Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Abo, falls ihr noch keins habt, und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Und heute Abend 20 Uhr Livestream, dann geht es weiter mit Kingdom Come. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Bond ist raus. Adiosos.